ganz früheren Jahren war Aquarien mein Hobby. Und bei diesen Aquarien waren Diskusfische das Nonplusultra. Jeder Diskusfisch hat 350 D-Mark gekostet. Und eines Tages war derjenige, der die am Amazonas gefangen hat, diese Diskusfische, der hielt einen Vortrag in Planten und Blumen in Hamburg und musste durch dieses IGA-Gelände durch, und dort stellten die Japaner das erste Mal Bonsai in einem Garten aus, in einer Gartenshow. Wusste ich nicht, habe ich erst hinterher rausgekriegt. Ich war schon immer gärtnerisch bewandert und hatte also ganz viel damit zu tun. Ich bin also einer von diesen Kriegskindern. Wir haben also einen großen Garten gehabt. Ich bin reingekommen und habe diese Bäume da gesehen und war vom ersten Augenblick fasziniert. Ich habe da drauf geguckt und es war etwas, was mich begeisterte. Dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, das kriegst du auch hin. Also so wie das aussieht, das kriegst du auch hin. Und dann habe ich also zu Hause angefangen. Das war also 1973. Ich habe erstmal versucht, so ein bisschen Informationen zu kriegen, aber es war eine Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gab kein Internet, es gab kein Buch darüber, keine Fernsehzeitung, gar nichts, das darüber berichtete. Das Einzige, was ich irgendwann mal fand, das war eine Gartenzeitung, der Garten als Jungborn. Das war so ein Heftchen mit 10 Blätter, schweineteuer und alle so etwas. Und da war Horst Kregler einer derjenigen, der so etwas berichtete. Und dann habe ich gesagt, den Kerl musste kennenlernen. Und so wurde ich dann eines Tages Sparringspartner für Horst Kregler. Und wenn er auf der Bühne stand, so in diesen Anfängen, war ich derjenige, der ihm den Draht und die Zange reichte. Das war ja jemand, der nahm so ein Teil hoch. Was wollen wir davon machen? Jum, 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 jum. Der konnte schneller arbeiten, als andere gucken konnten. Paul Lesniewicz erzählte uns, jeder Baum, der 25 Jahre alt ist, ist ein absoluter Solitär. Das war schon, also wenn man so diese alten Clubzeitungen, ich habe, glaube ich, in Heft 5 oder Heft 6 angefangen, die Clubzeitung zu sammeln. Und wenn man das anguckt, was damals als Nonplusultra galt, dann kann man also heutzutage nur den Kopf drüber schütteln. Bei uns in Hannover, das Gartencenter Meiser, die führten original japanische Bonsai-Bäume rein. Und dann sah ich die da stehen, unter 1500 D-Mark gab es überhaupt nichts. Und ich habe sie dort stehen sehen und ich habe sie sterben sehen, weil gar keiner Angst hatte. Und ich kannte den Einkäufer von Samenmeisert, der hieß Anja, oder wir sagten Anja zu ihm, und ich habe gesagt, Anja, tu mir einen Gefallen. Die sterben dir, das ist so viel Geld, gib sie mir mit, ich peppel die hoch, ich kriege das hin. Nein, nein, nein. Und so war es also, es dauerte dennoch eine Weile, bis dann nur noch 4 übrig waren. Und dann sagt er, komm her, hol sie ab, du kriegst sie zum Preise von der Jungpflanze. Ja, was ist denn eine Jungpflanze? Naja, sagt er, für diese 4, gib mir 250 D-Mark. Und meine Frau war dabei. Und meine Frau, ja, aber guck mal, hier ist so eine Edelstahlkanne, da ist schon keine Tülle mehr dran, die kannst du, wenn du keine Pflanzen hast, na gut, für 250 Mark kriegst du auch noch die Edelstahlkanne. Und hier habe ich noch Werkzeug, dann hat er das so gegriffen. Und so habe ich also den Grundstock von Bonsai. Und es ist so, dass diese 4 Bäume erhalten geblieben sind. Ich habe sie immer noch. Einen habe ich an Udo abgegeben, aber 3 habe ich selber noch. Und wenn ich da drauf gucke, da ich ja selber jetzt schon fast 50 Jahre Bäume habe, und die Bäume sollten damals schon 50 Jahre alt sein, sie haben sich in der Größe fast nicht verändert, weil sie ja die ganze Zeit in der Schale gewesen sind. Wenn ich so einen Baum zeige und heb den hoch und sage, der ist 100 Jahre alt, denn das kann gar keiner glauben, denn in der heutigen Zeit wird das ja schneller hochgezogen und alles. Also die Japaner haben dann irgendwann mal erkannt, dass man damit Geld machen kann, und das ist alles, es ist alles anders. Also meine Anfänge waren Sponsoring, wenn man so will.
Sehr schön. Wie siehst du denn die Bonsai-Szene in der heutigen Zeit im Gegensatz zu früher? Also im Gegensatz zu früher, ich sagte es schon vorhin, früher war man mit so Kleinigkeiten zufrieden. Mittlerweile hat sich das ja alles erweitert. Es sind mit einem Mal kamen von Spanien, von Italien kamen Olivenbäume hierher mit Stämmen, wo man gar nicht glauben konnte, dass wie alt diese Bäume sind. Also in der früheren Zeit war man vielleicht etwas bescheidener. Man musste mit dem, was man hatte, was man sich aus dem Wald geholt hatte, also ich bin auch einer, der geklaut hat im Wald, also ich kannte den Förster, aber trotzdem, ich habe also mit dem Spaten gestanden und der stand hinter mir und sagt, sag mal, was machst du eigentlich hier in meinem Wald? Ich dachte, mir blieb das Herz stehen, ein Kumpel hatte ich dabei, der lief gleich durch die Schonung, den hat man gar nicht mehr wieder gesehen, aber ich stand nun da und hatte den Spaten in der Hand, in der anderen Hand eine Rotbuche. Ich sage, ich kann nun eins machen, ich kann entweder die Bäume jetzt wieder eingraben oder ich bezahle. Wie viel hast du denn jetzt? Ja, ich habe 4. Und dein Kumpel, Rainer, der war schon gar nicht mehr zu hören, hat er gesagt, pass auf, du gibst mir jetzt 20 Euro und dann denke ich, dass du diesmal gut gefahren bist. Und beim nächsten Schützenfest, da saß der Förster neben mir, zufälligerweise, also er war ja bei uns aus dem Ort. Und dann hat er gesagt, sag mal, so einen richtigen Sockenschuss hast du auch, also da einfach so rein, auf den Sonntagnachmittag. Ich habe gesagt, ja, ich habe gedacht, zwischen 1 und 3 liegst du auf der Couch, da sieht uns keiner. So, und dann bin ich also das nächste Mal hingegangen zu ihm und habe gesagt, höre mal, ich würde mir ganz gerne eine Eiche holen aus dem Wald. Na gut, hat er gesagt, da hinten ist eine Hochspannungsleitung, darunter darf nichts wachsen, da stehen schöne Eichen, gib mir 5 Mark und dann sieh zu. Und wenn du noch eine Linde und eine Birke findest, die kannst du auch gleich mitnehmen. Also das waren so diese Anfänge. Also heutzutage kann man fast alles kaufen. Es ist von der Herstellung oder vom Kriegen alles einfacher geworden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Szene durch diese Kaufhausbonsai, die ja auch Bäume sind, ohne Frage, das ist ja nicht so, dass alle Kaufhauspflanzen sterben. Wenn man die in eine vernünftige Erde reingibt und in eine vernünftige Schale reingibt, werden die genauso alt wie alle anderen auch. Aber die Leute kommen an einen Stand, ich mache also im Jahr durchschnittlich 3 oder 4 Ausstellungen, an denen ich mich beteilige oder die ich selber mache, die kommen, ach, sowas habe ich auch schon mal gehabt. Schon allein auch schon mal gehabt, zeige ich ja an, dass sie da kein Glück mit gehabt haben. Also diejenigen, die anfangen und mit einem Kaufhaus-Bonsai dabei bleiben, sind ganz wenige. Man muss also schon viel Aufbauarbeit machen. Also wir haben es früher alles alleine gemacht und so manches Mal haben wir auch daneben gegriffen und uns sind im Winter auch Bäume gestorben. Das ist immer das, dieser Geldfaktor ist heutzutage. Wenn du dir für 500, 600 Euro einen Baum kaufst und der geht dir im Winter kaputt, dann bist du am Verzweifeln und du weißt gar nicht, ob du das überhaupt weitermachen sollst. Wenn du so etwas hast, wo du was nicht gekostet hast und du hast 20 Jahre dran gearbeitet, dann trauerst du etwas, aber du machst immer weiter. Also es ist anders geworden als früher. Ob es besser ist oder schlechter ist, das weiß ich nicht. Ich denke, dass ich dazu zu alt bin. Die Jungen sind also flippiger und sie wissen alles besser und so. Da kann man nur ganz leise werden. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon seit über 30 Jahren und du bist auch regelmäßig über den Workshops bei Udo oder bei Hermann dabei. Hast du immer im Prinzip eine ganze Kiste dabei an Bäumen, die du bearbeitest? Also 5 Kisten habe ich, 5 Kisten. Also ich habe gestern 3 gehabt und heute 2 Kisten. Ja, das ist ja so, es sind Leute dabei, die etwas haben und
sie wollen es verbessern. Und dann sind Leute dabei, die eine Rohpflanze haben. Ich selber werde ich 78, wenn ich Glück habe, das weiß man ja vorher immer nicht. Ich werde nicht mehr mit einem Samenkorn anfangen. Und ich werde die Pflanzen, die ich zu Hause habe, sind so, dass ich sie gar nicht alleine bearbeiten kann. Ich hole mir Kollegen, die mir helfen, arbeiten meine Bäume denn durch, weil ich habe mir auf meine Fahnen schon hingeschrieben, wie diese kleinen Bäume hier, und es ist so, da braucht man eine gewisse Anzahl, man braucht einen Wacholder, der von rechts gut aussieht, von links gut aussieht, und dann braucht man einen dritten, oder falls einer schlecht aussieht und man geht auf eine Ausstellung, also um so ein Display zu füllen, da braucht man schon eine gewisse Anzahl Pflanzen. Und ich nehme dann das, was ich an Pflanzen habe, die noch ein bisschen Arbeit brauchen, die noch nicht so weit sind, dass sie in die Ausstellung kommen. Ich packe mir immer 3 nebeneinander, 4 hintereinander, 6 bis 12 in eine Kiste rein, und dann gehe ich los, und dann, ich mag es, mit den Kollegen zusammen zu sein, dies zu genießen, 2 Tage völlig abzuschalten, alles andere auszuklammern, nur dieses, und sehe diese Begeisterung der Leute, die sich irgendwo einen neuen geholt haben und den nach vorne bringen wollen. Dabei zu sitzen und in aller Ruhe mein Ding zu machen. Ich habe hier so eine Ulme, die kriege ich in 2 Stunden mit der Schere in Windeseile geschnitten, aber ich brauche hier 2,5 Stunden, weil ich ja da horche und da horche. Also ich finde, dass es beides seine Berechtigung hat. Man muss nicht jedes Mal immer was Neues, sondern etwas Bestehendes zu verbessern, finde ich genauso gut. Und da finde ich einen Workshop auch völlig in Ordnung zu. Egal, ob es Geld kostet oder kein Geld kostet. Irgendwo gehen wir alle aus. Ich rauche nicht, ich saufe nicht und habe keine anderen Weiber. Also irgendwas muss man ja. Ja, vielen Dank, Dieter, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Und ja, noch hoffen wir noch einen schönen Nachmittag. Das haben wir bestimmt. Tschüss.